So, hallo und herzlich willkommen im Wald. Heute wieder viel beschissener Flugverkehr. Ich denke mir ja immer ganz kreative, schlimme Dinge aus, die den Leuten, die zum Privatvergnügen rumfliegen und Lärm machen, ereilen soll. Aber das führt jetzt nicht unbedingt zum Ziel. Das Ziel ist nämlich, dass wir ein schön kleines, hoffentlich schönes Videöchen machen zum Thema Zerreißprobe. Denn ich habe hier diese Seite. Diese Seite stammt aus dem schwedischen Katalog der Firma Hilleberg. Hilleberg baut Zelte, und zwar nur Zelte. Und nichts als Zelte, wie sie auch ganz stolz immer darauf hinweisen, und hat im Laufe der Jahrzehnte, muss man sagen, vier gängige Stöffer, was auch immer, entwickelt. Diese vier Stoffe haben eben, wie gesagt, Jahrzehnte der Entwicklung hinter sich, da ist man sehr, sehr stolz drauf, und sie sind mitten Teil des Grundes, warum Hilleberg-Zelte denn so saumäßig teuer sind. So, und jetzt will ich da gar nicht so lange um den heißen Brei drumherum reden, mache ich natürlich trotzdem, aber nicht ganz so lange. Und daher müssen wir als Folgendes wissen. Bei Hilleberg-Zelten, wie gesagt, alle teuer, alle toll, gibt es drei Kategorien. Es gibt die gelben, die roten und die schwarzen. Ja, Yellow Label, Red Label, Black Label. Fangen wir hinten an. Black Label ist ausgelegt als Expedition. Zelt für zum Beispiel Antarktis, Himalaya, sonstiges Hochgebirge. Häufig ein Zelt, das noch tragbar sein muss, das man also schon noch transportieren kann. Aber vor allen Dingen steht da wirklich Sturmstabilität im Vordergrund, dass das also auch bei heftigsten Stürmen tatsächlich stehen bleibt und das Über- und das Gutleben unter den widrigsten Wetterbedingungen, die der Planet so zu bieten hat, überhaupt erst ermöglicht. Das heißt, die müssen nicht mehr super leicht sein, wie gesagt, gerade noch so tragbar, das langt. Ja? Dementsprechend setzt man da auf einen recht dicken Stoff, verhältnismäßig dicken Stoff, der aber trotzdem immer noch ziemlich dünn erscheint. Dann gibt es die Red Label Zelte, das ist das klassische Vier-Jahres-Zeiten-Zelt, also so ein Universalzelt, das in den meisten Klimazonen des Planeten, die nicht besonders warm sind, muss man dazu sagen, verwendet werden kann. Wo es super warm ist, brauchst du im Regelfall sowieso nicht unbedingt ein Zelt, da kann man sich trefflich drüber streiten, ob es das nicht dann doch vielleicht braucht, aber wie auch immer, jedenfalls ein Vier-Jahres-Zeiten-Zelt ist häufig wirklich nur sinnvoll anzuwenden in der letzten dieser vier Jahreszeiten, beziehungsweise je nachdem, in welcher Klimazone man sich befindet, auch gerne mal im Herbst oder Frühling. Im Hochsommer, gerade so einen Sommer, wie wir dieses Jahr haben, würde ich mit dem Vierjahreszeitenzelt ungern übernachten wollen. Ja, irgendwo so im Mittelfeld einzuordnen. Solche Zelte sind nicht mehr wirklich leicht, die sind aber auch noch nicht schwer. Man kann die also schon mitschleppen, wenn man weiß, warum man es tut. Und dann muss man halt woanders ein bisschen Gewicht sparen oder dann halt eben das Mehrgewicht in Kauf nehmen. Aber die sind schon durchaus noch tragbar, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, aber aus heutiger Sicht ein bisschen schwerer. So, und dann gibt es noch die leicht 3-Jahreszeiten-Zeltreihe von Hilleberg, das ist dann das Yellow Label. Die sind vergleichsweise ziemlich leicht, insbesondere verglichen mit anderen Hilleberg-Zelten. Sie sind auch ziemlich leicht im Vergleich mit anderen Doppelwand-Zelten, aber eben nur ziemlich leicht. Zelte der Kategorie Ultraleicht gibt es bei Hilleberg nicht. Ultraleicht wäre zum Beispiel zu erreichen, indem man auf ein Innenzelt verzichtet, also ein Einwandzelt verwendet, wo die eine Schicht Stoff, die sich zwischen dir und draußen befindet, auch die einzige Schicht Stoff ist, und mehr Schichten Stoff gibt es schlicht und ergreifend nicht. Das hat Vorteile, ist nämlich leicht, das hat Nachteile, ist in jeder anderen Hinsicht nicht unbedingt komfortabler und vom Kondenswasser her auch ein Problem. Ne? Wer schon mal in einem Zelt übernachtet hat, weiß, es gibt sowas, das nennt sich Kondenswasser, das kann einem die Nacht ziemlich versauen, wenn man am nächsten Morgen in der Pfütze liegt. Kann passieren, muss natürlich nicht. So, aber das sind so die drei Hauptstöffer. Es gibt noch einen weiteren Stoff, beziehungsweise diese drei Zelttypen, diese drei Labels, die verwenden jeweils einen anderen Stoff, so rum. Ja? Und das sind die hier, die oberen drei. Und dann gibt es noch einen vierten, das ist Kerlon 2500, das wird für Gruppenzelte verwendet. Hilleberg verkauft auch Gruppenzelte, das wäre zum Beispiel interessant für ein Basislager, wenn man versucht auf den K2 zu steigen und möchte gerne ein Basislagerzelt, in dem gekocht wird und in dem ein paar Leute hocken können, um gemeinsam Pläne zu schmieden, wie man dann am besten auf den K2 draufkommt und solche Späße. Und für so ein Gruppenzelt, wo dann viele Leute reinpassen, dafür wird dann das 2500er Kerlon verwendet. Jetzt also erstmal aber nochmal zu den Hauptstoffen.
diesen drei hier. Bei der gelben Serie, die drei Jahreszeitenzelte, die erstmal nicht für den Winter ausgelegt sind, wird nach wie vor das Kerlon 1000 verwendet. Das gibt schon ewig. Das gab es früher auch mal bei den vier Jahreszeitenzelten. Inzwischen ist man da aber eben zum Kerlon 1200 übergegangen. Und dann für das Black Label Zelt bzw. die Expeditionsdinger ist man inzwischen bei Kerlon 1800. Die Nummer sagt so ein bisschen was über die Stabilität aus. Und ich habe hier jetzt auch dankenswerterweise hier stehen die technischen Daten der einzelnen Stoffe, nämlich hat Kerlon 1000 eine Reißfestigkeit, Weiterreißfestigkeit wohlgemerkt, von 8 Kilo und wiegt 40 Gramm pro Quadratmeter. Ist dann übertragen auf das, was man von anderen Nylonstoffen so kennt, ein sogenanntes 20D High Tenacity Ripstop Nylon, nennt sich das Ganze dann. So, das geht dann weiter mit dem Kerlon 1200. Das hat eine Weiterreißfestigkeit von 12 Kilo, wiegt 49 Gramm pro Quadratmeter und ist ein 30D Nylon. Ja, D ist übrigens ein Maß für die Fadenstärke. Das gibt an, so und so viel Faden wiegt so und so viel und damit ist der Faden automatisch so und so stark. Je höher dieser D-Wert, desto stärker, desto fester, desto schwerer aber auch ist der verwendete Faden für einen Stoff. So, und dann haben wir eben noch das Kerlon 1800. Das hat eine Weiterreißfestigkeit von 18 Kilo, wiegt 55 Gramm pro Quadratmeter und ist damit ein 40D High Tenacity Ripstop Nylon. Wer sich jetzt mit diesem D-Wert schon mal ein bisschen beschäftigt hat, den wird überraschen, dass das hier gerade mal von 20 bis 40 D geht. Weil von anderen Herstellern ist man mit 40 D, das ist dann schon stabil, ja, aber das haut jetzt garantiert niemanden aus den Socken. Insbesondere wenn man zum Beispiel Rucksäcke kennt, die im taktischen Bereich unterwegs sind, da ist man tatsächlich damit Stoffen, die haben locker 200D. Da gibt es auch teilweise welche bis zu 1000D hoch, damit das dann völlig unzerstörbar ist und gewühlt halber kugelsicher. Ich glaube, so im Bereich 1000D befinden wir uns dann auch bei Kevlar. Ja, Kevlar kennt man, Kugel- bzw. stichdichte Kleidung, Westen, Panzerklamotten für den militärischen Einsatz, gegebenenfalls natürlich auch für die Polizei, selbstverständlich. Ja, also das ist dann jenseits von Gut und Böse, braucht man als Zivilist hoffentlich nie und wüsste auch nicht. Ne? Also ich brauche sowas jedenfalls nicht, sagen wir es mal so. Ne? Gut, und daher verwirrt einen jetzt vielleicht, dass Hilleberg bei einem sowieso schon super, super resistenten Zelt, das sehr, sehr stabil ist, nur in Anführungszeichen ein 20D-Nylon verwendet, weil eben, wie gesagt, mit 20D-Nylon, da holst du niemanden hinterm Ofen hervor. Das klingt im ersten Moment nicht besonders stabil. Für Klamotten wäre das auch durchaus grenzwertig. Für Regenklamotten kannst du gleich vergessen. Zum Beispiel Regenjacken, die fangen tatsächlich, also beziehungsweise kannst du nicht vergessen, aber die fangen bei 20D an. Da gibt es auch welche, die im Regenjackenbereich so sind. Die kann man dann aber kaputt machen. Ich habe mal es geschafft, eine solche fürs Fahrrad zu haben und habe es dann aber auch geschafft, die mal irgendwann zu verreißen. Das heißt, das geht schon, dass man die kaputt machen kann. Aber hat lange gelebt. War jetzt nicht so, dass das super, super instabil gewesen ist. 30D ist dann ein schöner Kompromiss und bei 40D geht es dann los mit sogenannten voll rucksacktauglichen Jacken. Heißt, da kannst du auch einen schweren Rucksack hinten auf die Jacke draufdrücken, sozusagen. Die Jacke tragen, während du den Rucksack trägst. Der Rucksack bewegt sich, der Rucksack scheuert. Dann sollte die Jacke tatsächlich mindestens 40D Stoff verwenden, um eben nicht durchgescheuert zu werden. Die meisten Jacken, die man dann für so was empfiehlt, haben dann eher 60D oder zumindest teilweise 60D. Es gibt auch welche mit Gesamtstoff 60D und Verstärkungen 80D. Sowas in dem Bereich geht bis zu 100 drauf für stabile Allwetterjacken, ne? Also Funktionsjacken, die sind gleichzeitig noch wasserdicht. So in dem Bereich befinden wir uns da nur. Ne? Witzigerweise eben für eine Jacke, mit der man aber auch an der Felswand entlang schrauben können soll, ohne dass die kaputt geht. Und ja, wer das nicht häufig tut, braucht sowas selbstverständlich auch nicht. Und ja, da sind wir aber weit davon entfernt bei unseren Zeltstoffen. Wie gesagt, gerade mal bis 40D hoch geht das bei den normalen Zeltstoffen. Und das Gruppenzelt, da sind wir dann bei einem 70D Nylon mit übrigens 25 Kilo weiter Reißfestigkeit. Und das wiegt dann auch 78 Gramm pro Quadratmeter. Das ist also nochmal deutlich, deutlich mehr als die anderen Stoffe. So,
Der Witz ist jetzt, warum erzähle ich den ganzen Krempel mit diesem D-Wert? Weil wir den halt überall lesen können, auch wenn wir was in China bestellen, das in irgendeiner Form eine Outdoor-Textilie steht da inzwischen ein D-Wert dabei. Und man muss jetzt wirklich unterscheiden eben zwischen einem Hilleberg-Stoff und dem seinen D-Wert und einem stinknormalen Nylon und dem seinen D-Wert. Und darauf legt auch Hilleberg großen Wert. Die haben hier nämlich das fünfte Ding, was hier jetzt inzwischen fehlt, an meiner Stoffprobenseite, haben die nämlich tatsächlich was hinzugefügt, was auch ein 40D Ripstop-Nylon ist. Also sowas würde man dann zum Beispiel bei einem 40D Ripstop-Nylon-Zelt aus zum Beispiel China bekommen oder ein sonstiges No-Name-Nylon. Ja? Das Hilleberg-Nylon, das hat ja zu Recht einen Namen und das zu Recht die Markenbezeichnung Kerlon irgendwas, Kerlon plus Nummer, weil das halt eine Spezialentwicklung ist und nochmal stabiler ist als andere Nylons. Das liegt unter anderem daran, dass diese ganzen Nylons sind ja alle silikonisiert. Hilleberg-Nylons von beiden Seiten, teilweise auch mehrfach, das weiß ich immer nie so genau, wie viele Schichten, wann, wie, wo und was weiß ich, aber jedenfalls mehrfach silikonisiert und von beiden Seiten ein stinknormales Ripstop-Nylon in günstig, wie man es eben auf dem normalen Markt so findet. Ich könnte es euch näher in die Kamera halten, aber im Prinzip, soweit kann man es glaube ich sehen, es ist im Grunde ein Stück Stoff mit einem Rechteckmuster. Das Rechteckmuster, das ist das sogenannte Ripstop im Ripstop-Nylon, weil da eben nochmal festere Fäden in ein sehr dünnes Gewebe verwebt sind. Die festeren Fäden sind das, was wir als Rechteckmuster sehen können und die sollen verhindern, dass wenn das Ganze mal einreißt, es nicht weiter reißt, weil die festeren Fäden dazwischen die Weiterreißfestigkeit erhöhen. Ja, also wir müssen also beim Einreißen von Nylonstoff eben zwei Kategorien unterscheiden. Erstens mal, reißt er überhaupt? Zweitens, wenn er gerissen ist und es ist schon ein Riss drin, also eine Schwachstelle, wie viel Druck brauchst, damit der weiterreißt? Daher werde ich jetzt bei den einzelnen, was wollte ich jetzt nochmal sagen? Genau, das ist jetzt also auch ein 40D-Nylon, aber eben ein herkömmliches und nicht dieser super Spezialstoff von Hilleberg, der besonders häufig mit Silikon behandelt ist und damit besonders stabil. Und was sie sonst noch mit dem Zeug anstellen, damit es besonders stabil wird, ich kenne die Firmengeheimnisse ja nicht. Ja? Und jetzt muss man der Fairness halber natürlich auch nochmal dazu sagen, das ist Werbung, das ist der Standard-Nylon-Stoff, den Hilleberg hier beigelegt hat. Die nehmen natürlich einen, der besonders mies performt, um zu zeigen, wie toll ihrer ist. Leider habe ich keine Lust gehabt, irgendein anderes Nylon-Stückle, was ich daheim noch rumliegen habe, aus günstigerem Nylon kaputt zu schneiden, damit man das dann auch nochmal testen kann. Wenn mal sowas kaputt geht, dann mache ich das gerne. Tatsache ist aber, dass dünne Nylon-Stoffe schon, wenn sie dann mal eingerissen sind, ziemlich empfindlich sind, was das Weitereinreißen angeht. Und dann kannst du es im Prinzip entweder sehr schnell flicken und den Riss beseitigen oder wegschmeißen, weil sie die dann sehr schnell verreißen. Gut, also jetzt aber 40D. Wie gesagt, 40D ist schon ein Stoff, rein von diesem D-Wert her, das eignet sich für eine ziemlich robuste Allwetterjacke, auf der auch ein na mindestens mal 15 Kilo schwerer Rucksack problemlos getragen werden können sollte. Ja, also jetzt bevor Verwirrung aufkommt, man kann aus diesem Stoff, den ich hier jetzt gerade in die Kamera gezeigt habe, keine Jacke machen. Aber die gleiche Stärke des Garns, die würde sich für eine Jacke eignen. Ja, also das müssen wir schon unterscheiden, weil das ist ja jetzt ein Zeltstoff, der ist auch nicht als für eine Jacke gedacht. Für eine Jacke wäre auch viel zu dünn, da würde man einfach mehr Stoff nehmen, möglicherweise auch mehrere Lagen Stoff im Regelfall. Also, dass da keine Verwirrung aufkommt. Ja, es geht jetzt wirklich bloß um die Stärke des Garns. Das wäre potenziell Jacken geeignet. Der Stoff ist an den Seiten bis auf unten, hier hat er schon einen vordefinierten Riss. Ich weiß nicht, inwieweit man den sehen kann. Da kann man dann die Weiterreißfestigkeit testen. Ansonsten sind das glatte Schnitte am Rand, ohne dass der Rand irgendwie mal umgebogen ist. Ne? In der Praxis hätte man für einen Stoff für ein Produkt aus so einem Stoff natürlich umgebogene Seitenteile, die dann nochmal zusätzlich vernäht sind. Das heißt, an der Seite, wo das Ganze zum ersten Mal einreißt, ist er doppelt genommen oder auch dreifach genommen und damit nochmal deutlich stabiler. Das muss man immer im Hinterkopf behalten. In der Praxis hat man nie einen einlagigen Stoff, den man ohne weitere Verstärkung von der Seite her einreißen kann. Aber nichtsdestotrotz, das probieren wir jetzt mal aus, weil ich will die einzelnen Stückchen ja jetzt auch mal verrissen haben und mal testen, wie viel ist denn Weiterreißfestigkeit von 8 bis 25 Kilo. Und ja, mal gucken, ob ich den letzten überhaupt noch kaputt bekomme. Das ist dann die nächste Frage. Gefühlt, das muss man jetzt wissen, sehen diese Stoffe
fühlen sich alle fast identisch breit an. Lediglich das Kerlon 2500, da spüre ich jetzt mit meiner qualitativ hochwertigen Wurstfingerhaptik, dass das ein bisschen dicker ist als die anderen. Bei den anderen Stoffen, der Unterschied, der ist marginal. Da muss man also schon wirklich, da muss man fast schon wissen. Und wenn ich dran stehen würde, was ist, ich könnte sie fast nicht auseinanderhalten. Das könnt ihr mir jetzt glauben oder nicht. Ich werde übrigens nicht von Hilleberg bezahlt, auch wenn das vielleicht so klingt. Ich bin sehr überzeugt von deren Produkten, weil ich die seit Jahren verwende. Das bringt natürlich mit sich, dass die auch sehr teuer sind. Und wenn man dann so viel Geld dafür ausgegeben hat, will man die natürlich auch gut finden. Da spielt alles eine Rolle. Das beeinflusst mich ein Stück weit, aber ich will es trotzdem einfach mal ausprobieren, inwieweit sich jetzt hier das beigelegte Negativbeispielstückstöffchen denn verreißen lässt. Also hier einmal ohne Einschnitt, so. Kriege ich nicht hin. Ja? Kriege ich. Also mit normaler Handkraft, in Anführungszeichen, kriege ich das nicht hin. Hätte ich jetzt eine Zange, habe ich nicht. Geht nicht. Ja, kann ich jetzt mit meiner normalen Kraft so nicht einreißen. Funktioniert nicht. Keine Chance. Also wir merken uns, 40D Nylon ist auf jeden Fall, auch wenn es ein günstiges ist, schon mal so stabil, dass das nicht funktioniert. Punkt. Übrigens generell gilt für solche Stoffe, dadurch, dass die sehr dünn sind, die sind alle ziemlich druckempfindlich, man kann die recht leicht durchstechen. Ja, zerreißen ist nochmal ein anderes Thema. Für ein Zelt ist tatsächlich Durchstechen ja nicht so sehr ein Thema. Zerrissen werden mit dem Wind und dem Zug des Windes schon eher. Daher ist es auch wichtig, dass wir uns einfach klar machen, Stichstabilität für ein Zelt spielt eigentlich kaum eine Rolle. Okay, also ich kriege das so nicht kaputt. Ja, ich kriege einzelne Fäden rausgerissen, dann fasert das hier jetzt langsam auseinander. Das funktioniert. Wahrscheinlich kann ich es dann irgendwann zerreißen, nachdem ich lang genug dran rumgespielt habe. Aber das ist erstmal stabil genug, dass ich das mit meiner normalen Kraft so nicht zerreißen kann. So, der Anriss, problemlos. Ja, mit ein bisschen Kraft aufwenden und zack, war es durch. Also das ist jetzt wirklich problemlos. Das hat laut Angabe von Hilleberg eine Weiterreißfestigkeit von 1,1 bis 2,5 Kilo. Das glaube ich gerne. Das war wirklich nicht besonders anstrengend. Man muss ein bisschen Kraft aufwenden, ja. Aber das würde ich behaupten wollen, kann zur Not auch ein 10-Jähriger. Okay, wir machen weiter mit dem Kerlon 1000. So, hier ist der Fetzen 20D Nylon, also normalerweise etwas, wo man sagen würde, grenzwertig, sehr wenig D in Anführungszeichen. Ja, gut, versuchen wir auch einmal so. Das hat jetzt also eine Weiterreißfestigkeit von 8 Kilo, ist hauchdünn. Also so jetzt beim Versuch, es durchzureißen, merkt man das dann auch, wie hauchdünn das eigentlich ist. Also wirklich irre dünn. Und da kann man jetzt vielleicht erahnen, das fasert jetzt ein kleines bisschen auseinander hier oben. Dadurch, dass ich da rumreiße, da habe ich jetzt so einzelne Fädelchen langsam rausgezogen und jetzt fasert das hier ein klein wenig auseinander, also mit Mühe, und dann kriegt man es zerfasert. Man kriegt es nicht zerrissen, aber man kriegt es zerfasert, wenn man lang genug dran rumspielt. Normal verbaut wird das immer im umgeschlagenen Zustand. Das ist also eigentlich unmöglich. Gut, Weiterreißtest. Okay. Also ich dachte, dass ich jetzt 8 Kilo aufzubringen noch in der Lage bin. Natürlich ist das ein kleines Stück, ne? Also wenn man es besser anpacken könnte. Aber nein. Offensichtlich bin ich nicht in der Lage. Ich krieg das, seht ihr, ich krieg das zerfranst. Ich krieg das so ganz langsam zerfasert, so einzelne Fasern. Bei jedem Zug reißt so 1, 2, 3, 4 einzelne Fasern. Die dehnen sich auch aus, fransen hier jetzt so ein bisschen raus. Und nach kriegt man es kaputt, aber nicht so im klassischen Sinne, im Sinne von durchreißen. Das funktioniert definitiv nicht. Kerlon 1200, das da, ja, also seitlich. Das hat jetzt eine Weiterreißfestigkeit von 12 Kilo. Versuchen wir es seitlich. Da fasert bisher doch, ja, jetzt ausfasern tut es auch. Das hätte mich auch überrascht. Wenn nicht, so ganz langsam, aber überhaupt keine Chance. Also seitlich keine Chance. Hier beim Einriss, oh, nicht fallen lassen. Die Farbe hier ist übrigens Sand.
Ja, das da war offensichtlich rot und die beiden, die hier noch hängen, das ist grün. Nur damit wir das mal zuordnen können. Ja, gleiches Phänomen, das fasert ein bisschen auseinander, aber einreißen kann ich das nicht wirklich. Ist jetzt wahrscheinlich relativ unspektakulär, Kerlon 1800, das Zeug für Extremzelte bei Extremwetter. Überraschung kriegt man überhaupt nicht kaputt. Ja, also das, ne, ist jetzt trivial, dass das dann auch nicht kaputt geht. Und der Spaß ist halber jetzt hier nochmal hier 2500, geht selbstverständlich auch nicht kaputt. Ne? So, in umgekehrter Reihenfolge mal mit Unterstützung. Weil kaputt machen will ich es ja hier doch, ne? Weil das wäre ja schade, weil dafür sind die ja da. Zum Testen und zum Ausprobieren und so weiter und so fort. Und ich bin ja ganz dankbar, dass ich kein Loch in mein Zelt schneiden muss. Zum Testen und zum Ausprobieren. Also, erstmal Stichtest. Das ist ein sehr, sehr spitzes Messer, hier wie man sehen kann. Das sollte problemlos also durch den Stoff durchgehen. Tut es auch. Ja, also wirklich problemlos. Da ist also so ein Zeltstoff, wenn man den hier wirklich so richtig drüber zieht, da sind dann die Grenzen erreicht. Und ja, schneidet mit einem gewissen Widerstand hier auch durch. Ne? Das ist ja aber auch wirklich nicht Sinn des Stoffes. Jetzt haben wir hier ein großes, praktisch ein großer Riss. Kann ich den weiter... Den kann ich jetzt mal richtig anpacken und mal richtig ziehen. Scheiße. Nee, geht immer noch nicht. Ja, geht immer noch nicht. Also das ist jetzt auch das 2500er, aber... Nein, keine Chance. Ja, weiter Reißfestigkeit jenseits von Gut und Böse. Schneiden ja, reißen nein. Gleiches Spielchen beim Expeditionsstoff. Stich. Ja, Stich überhaupt kein Problem, Schneiden kein Problem. Ja, das wird bei den anderen dann auch so sein. Aber jetzt versuchen wir das jetzt nochmal hier so auf diesem Wege. Das muss doch zerreißbar sein. Vielleicht ein ganz großes Stück, an dem zwei Männer zerren mit aller Kraft. Ja, oder auch nur halber vielleicht, aber so in dieser Form, nein, keine Chance. Also nicht bei diesem Fitzelchen. Kriege ich nicht kaputt. Das ist schon beeindruckend. Das ist schon wirklich beeindruckend. Das war das 1200, also das für die Red Label Serie. Witzigerweise eben nicht Red. Oder war das ganz... Nee, das Rote war das ganz dünne. Ist gerade ein kleines bisschen eingerissen. Ja, aber da ist auch Schluss. Also ein kleines bisschen geht. So, und zu guter Letzt der Rote. Also 8 Kilo müsste ich doch verdammt nochmal aufbringen können. Nein. Also kriege ich... Nein, geht nicht. Also wie gesagt, wäre es größer, könnte man es besser anpacken. Bin ich mir sicher, dass das möglich wäre, aber ist schon krass. Ja, also ist schon wirklich, wirklich krass. Das ist jetzt mal wirklich spannend, mal einen zu diesem Wert mit den 8 Kilo. Ich war ja überrascht, welche Stürme das Ding ausgehalten hat, also unser Zelt aus diesem Stoff. Ohne auch nur das kleinste bisschen Murren, aber jetzt wundert mich langsam nichts mehr. Da hätte ich eigentlich gleich mehr Vertrauen in den Stoff haben können. Das kriegst du nicht kaputt. Das kriegst du wirklich nicht kaputt. Also selbst eingeschnitten und mit Sollreiskante, in Anführungszeichen, nee, also nicht mit meinen Kräften. 8 Kilo Weiterreißfestigkeit ist also schon ganz außerordentlich. War jetzt doch unspektakulärer, als ich dachte, ich habe ein Stückchen Stoff verreißen können und ansonsten nur sinnlos dran rumgezerrt. Na, wer weiß jetzt nicht, was man davon jetzt mit nach Hause nehmen kann, von dieser Erkenntnis. Für mich jedenfalls ist klar, ja scheiße, mein Zelt ist offensichtlich stabil. Und ja, dann kann ich auch nachvollziehen, weshalb mit diesen dünnen Stöfflein hier, das da, ne, Expeditionszelte ausgestattet sind. Das ist gefühlt ein Hauch von nix, aber wüsste nicht, wie der kaputt zu bekommen sein soll. Gut, ja, so viel dazu. Ist ja natürlich viel zu lang geworden, wenn man bedenkt, worum es hier gegangen ist. Aber trotzdem, so ist es jetzt halt. Bedanke mich, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.